Eines Tages sagt der Bimbo zu seinen Eltern, ich will einen Vogel haben. Ach du meine Güte, sagte die Mutter. Na, 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 sagte der Vater. Ja, einen schönen Vogel, aber nicht in einem Käfig. Ach du meine Güte, sagte die Mutter. Na, 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 sagte der Vater. Ja, ich will einen Vogel, der bei mir im Bett schläft. Und der mit mir Frühstück isst. Ach du meine Güte, sagte die Mutter. Na, 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 sagte der Vater. Ja, kriege ich jetzt so einen Vogel oder nicht? Nein, sagte die Mutter, nein, ein Vogel kommt mir nicht ins Haus. Ja, und schon gar nicht ohne Käfig, sagte der Vater. Gut, sagte Bimbo. Aber dann falle ich jetzt sofort tot um. Und? Ach du meine Güte, sagte die Mutter. Na, 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 sagte der Vater. Na, kriege ich jetzt so einen Vogel oder nicht? Sagte Bimbo, der auf dem Boden lag. Also schön, sagte die Mutter. Aber nur mit Käfig, sagte der Vater. Da wurde Bimbo wieder lebendig, stand auf und ging einen Vogel kaufen. Nach einer Stunde war Bimbo wieder zurück. Na, wo hast du denn deinen Vogel? Fragte der Vater. Stinkt der auch nicht? Sagte die Mutter. Er kommt gleich, sagte Bimbo. Da ging die Tür auf und der Vogel kam herein. Ja, das war kein Kanarienvögelchen. Das war kein Wellensittich, das war kein Papagei. Das war ein wunderschöner, großer, weißer Schwan. Ach, du meine Güte, sagte die Mutter. Na, 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 sagte der Vater. Ja, das ist mein schöner weißer Vogel, sagte Bimbo. Nein, sagte die Mutter, nein, ein Schwan kommt mir nicht ins Haus. Schwäne gehören doch nicht in die Wohnung, sagte der Vater. Gut, sagte Bimbo, aber dann falle ich jetzt sofort tot um. Gut. Jetzt hör endlich mit der ewigen Umfallerei auf, schrie die Mutter. Das wird dir gar nichts nützen, sagte der Vater. Ich bin tot, sagte Bimbo. Na schön, sagte die Mutter, aber weißt du was? Tote Kinder, die kriegen bei uns nichts zu essen. Tja, und wenn du tot bist, sagte der Vater, dann brauchst du ja eigentlich auch keinen Vogel. Hm? Gut, sagte Bimbo, dann werden wir eben im Wald wohnen. Stand auf und ging in den Wald. Ach du meine Güte, sagte die Mutter. Na, 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 sagte der Vater. Und der Schwan ging auch weg. Als Bimbo in den Wald kam, war es da schon fast ganz finster. Im Wald, da waren die Tiere, die haben den Bimbo kommen gesehen. Huhu, da kommt ein Fremder, heulte die Eule. Einer, der nicht hierher gehört, zischte die Schlange. Einer, den wir nicht mögen, schnurrte der Fuchs. Einer, von dem ich nicht fürchte, jammerte der Hase. Wir wollen ihn verjagen, heulte die Eule. Ja, vertreiben, zischte die Schlange. Dass er nie mehr wiederkommt, schnurrte der Fuchs. Ja, und dass er mir nichts geben kann, jammerte der Hase. Soll ich ihm die Augen aushacken? Heulte die Eule. Soll ich ihn vergiften? Zischte die Schlange. Soll ich ihn in die Wadeln beißen? Schnurrte der Fuchs. Oh, ich kann kein Blut sehen. Jammerte der Hase. Da kam der Schwan hinter Bimbo her. Oh weh, er ist ja gar nicht allein, heulte die Eule. Er hat einen mächtigen Beschützer, zischte die Schlange. Wir
können ihm gar nichts tun, schnurrte der Fuchs. Hoffentlich tut er uns nichts, jammerte der Hase. Und Bimbo sagte, jetzt seid mal alle ruhig, ja? Und legte sich auf den Waldboden nieder zum Schlafen. Die Sonne ging unter, Bimbo schlief. Der Mond ging auf, Bimbo schlief. Der Mond ging wieder unter und die Sonne ging auf. Da wachte Bimbo auf und sagte zu seinem Schwan, weißt du was, jetzt gehen wir einen Riesen suchen. Und sie gingen einen Riesen suchen. Bimbo und sein Schwan kamen zu einem Riesen. Hey du Riese, sagte Bimbo. Ja, brüllte der Riese. Wir haben dich gesucht. Ja, ich merke es. Hast du keine Angst vor uns? Was ich? Angst? Du solltest lieber Angst vor mir haben. Ich hab doch einen mächtigen Beschützer. Das Vögelchen da, das fress ich doch auf einen Sitz zum Frühstück. Genau wie dich. So, sagte Bimbo. Na, das wollen wir aber sehen. Da riss der Riese sein Maul auf und fraß Bimbo und den Schwan auf einen Sitz auf. Gutes Frühstück, brüllte der Riese. Und dann rülpste er, dass alle Blumen verwelkten. In dem Riesen drin aber, da flatterte der Schwan ganz fürchterlich mit seinen Flügeln. Und das machte dem Riesen ein schreckliches Rumoren in seinem Bauch. Oh, mir ist so schlecht heute, der Riese. Oh, das war doch kein gutes Frühstück. Oh, mir ist so elend. Und dann riss der Riese sein Maul auf und kam der Schwan aus dem Riesen wieder heraus. Und kam Bimbo hinterdrein. Und kam alles aus dem Riesen heraus, was der so in der letzten Zeit gefressen hatte. Kinder und Hunde und Fahrräder und Wanderzirkusse. Hundes und Kamele und Elefanten. Und Gummibärchen und Pommes und Fritten und Ketchup und Schlagsahne und Hilfeschreie und Gelächter und Kanonendonner und Schaltjahre und Flüsterwitze und Flusspferde und Aquarien und Aspirin und Leberkissemmen und Siebenschläfer und weiße Mäuse und graue Mäuse, Feldmäuse, Holzmäuse, afrikanische Wüstenspringmäuse, Blaumeisen, Kohlmeisen, Ameisen und ein Floh. Fein, sagte Bimbo, jetzt können wir nach Hause gehen. Und sie gingen nach Hause. Ich bin wieder da, sagte Bimbo, als er nach Hause kam. Ja, wie siehst denn du aus, sagte die Mutter. Geh gleich ins Badezimmer und wasch dich, ja? Eine Eule hat mir fast die Augen ausgehackt, sagte Bimbo. Tu, was deine Mutter dir sagt, sagte der Vater. Eine Schlange hat mich fast vergiftet, sagte Bimbo. Ja, und gib mir deine dreckigen Sachen zum Waschen. Ein Fuchs hat mich fast in die Wadung gebissen. Tu, was deine Mutter dir sagt. Und ein Riese hat mich gefressen. Ja, aber freilich. Aber mein tapferer Schwan, der hat mich immer beschützt. Der hat den Riesen gekitzelt, dass mich der Riese wieder ausgespuckt hat. Der hat mir das Leben gerettet. Und deswegen will ich, dass mein tapferer Schwan jetzt bei mir wohnen darf. Sonst fange ich sofort tot um. Also, wir werden sehen, sagte die Mutter. Ja, aber nur, wenn du brav bist, sagte der Vater. Und dürfen die der Riese ausgespuckt hat, dürfen die jetzt auch bei mir wohnen? Ja, aber jetzt geh endlich ins Badezimmer. Da ging die Tür auf und alle kamen herein. Alle Kinder und Hunde und Fahrräder und Wanderzirkus und Ponys und Kamele und Elefanten und Gummibärchen und Pommes und Fritten und Ketchup und Schlagsahne und Hilfeschrei und Gelächter und Kanonendonner und Schaltjahre und Flüsterwitze und Apfelsäure und Flusspferde und Aquarien und Aspirin und Leberkässemmeln und Siebenschläfer und weiße Mäuse, graue Mäuse, Feldmäuse, Hausmäuse, Spitzmäuse, Waldmäuse, Fledermäuse, afrikanische Wüstenspringmäuse, Blaumeisen, Kohlmeisen, Ameisen und der Floh. Und alle marschierten in Bimbos Zimmer. Und der Floh machte die Türen dringend zu. Ach, du meine Güte, sagte die Mutter. Na, sagte der Vater. Und jetzt gehe ich baden, sagte Bimbo.
Und vielleicht sind sie alle zu ihm in die Badewanne gekommen. Dankeschön. Dankeschön, vielen Dank. Ja, wenn es euch gefallen hat, geht's einmal in eine Bücherei. Hier in Straubing gibt es eine ganz große. Und fragt mal, ob sie Bücher von Martin Auer haben. Ich glaube, sie haben welche. Und wenn ihr dann ein Buch von mir mit nach Hause nehmt und selber eine Geschichte liest, dann ist das fast so, als ob ich wieder bei euch auf Besuch wäre. Dankeschön. Applaus